So, 10.15 Uhr, wir fangen an. Herzlich willkommen hier in unserer Breakout-Session. Kollaboration in hybriden Räumen im Rahmen des Hybrid Lab 2. Wir hören jetzt zunächst einen Vortrag über ein ganz spannendes Projekt, was aktuell sich in... Nee, das ist ja über die Kamera gekommen. Aber das ist doch auf Stimmen gesetzt. Nee, aber das ist... Okay, wenn es funktioniert. Wo hat das jemand checkt? Haben wir denn? Also auf YouTube höre ich es. Okay. Das ist die Verwirrung, aber es ist halt so. Ja, also wir üben uns alle im hybriden Raum und es üben sich auch im hybriden Raum unsere Kollegin Kathi Wollach und unsere Kollegin Ulrike Nachwort, entschuldigen Sie bitte. Und die uns heute über ein ganz spannendes Projekt am Gymnasium Wilsdorf berichten, wo ein Makerspace, nicht nur Makerspace, sich in der Entwicklung befindet. Und wir freuen uns sehr auf den Vortrag und ich übergebe jetzt viel Spaß allen Zuhörern. Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns, dass wir heute hier sein können, in diesem Raum und unser Projekt hier vorzustellen. Wir, das sind meine Kollegin Kathi Horbacher und ich, Ulrike Nachwort vom Gymnasium Wilsdorf. Unsere im Aufbau befindliche Schule befindet sich ca. 15 Kilometer von Dresden und mittlerweile lernen bei uns etwa 320 Schülerinnen und Schüler in den Klassenstufen 5 bis 8. Unsere Kinder, nicht nur die an unserer Schule wachsen, in einer globalen und digitalen Welt auf, sind umgeben von einer Informationsfülle und von stetiger Veränderung. Damit einhergehend haben sich die Anforderungen der Arbeitswelt verändert. Wir suchen mitdenkende, kreative Fachkräfte und Medienkompetenz ist die Voraussetzung für all das. Außerhalb von Schule beobachten wir den gesellschaftlichen Trend, Dinge selbst zu tun. Ganze Do-it-yourself-Bewegungen haben sich in Bereichen Zeichnen, Kochen, Basteln, Bauen, Werken etabliert. Und es gibt das Problem, sobald Do-it-yourself im digitalen Bereich angesiedelt sein soll, fehlt oft das nötige Equipment oder es ist eben nicht für jeden verfügbar. An diesem Punkt setzen bereits schon Makerspaces oder auch Fablabs an, die sich in vielen deutschen größeren Städten und hier natürlich auch in das Look natürlich in Dresden angesiedelt haben. Und sie stellen eben solchen kreativen Köpfen ihre Werkzeuge, Geräte und modernste Technik zur Verfügung. Das Konzept der Makerspaces bietet enormes Potenzial, das auch wir sehen. Die digitale Kompetenz kombiniert mit kreativer Problemlösefähigkeit zu fördern. Jedoch lässt sich dieses Konzept nicht eins zu eins auf Schule mit spezifischen Bedürfnissen und Besonderheiten übertragen. Wir am Gymnasium Wilsdorf, wir am Gymnasium Wilsdorf sehen uns mit zwei großen Problembereichen konfrontiert. Zum einen wollen wir die Lernenden auf ihrem Weg zu autonom agierenden Menschen in einer zunehmend digitalen Welt begleiten und sie sollen damit eine fundierte Ausbildung erhalten, um gerüstet und wettbewerbsfähig in die Berufswelt starten zu können. Und zum anderen stehen wir am Gymnasium im Aufbau vor der Aufgabe, uns als Teil einer Gemeinschaft, besonders im ländlichen Raum, zu definieren und zu verankern. Das müsste jetzt gehen. In diesem Spannungsfeld von gesellschaftlichen Trends, dem Bildungs- und Erziehungsauftrag des Gymnasiums und den Anforderungen einer digitalen, globalisierten Welt stellt sich die Frage, wie kann Schule dem gerecht werden? Und während wir hier noch kurz an der Technik werkeln, übergebe ich an meine Kollegin. Und so, jetzt, genau. Und die ganzen Herausforderungen, die meine Kollegin, die Frau Nachwuch, gerade eben schon dargestellt hat, ist eben die Frage, wie kann gerade Schule dem Ganzen gerecht werden? Denn wir haben ja hier nicht nur einfach einen Berg, sondern wir haben hier einen Elefanten,
Und wie es so schön heißt, wie isst man den Elefant? You slice it. Und unsere Idee, diesen Elefanten in Stücke zu schneiden, unser Mittel dazu, befindet sich für uns in diesem Projekt der Campus Creators Wilsdruff, das wir initiiert haben und an dem wir momentan am Arbeiten sind. Und genau, was hat es mit diesem Projekt auf sich? Das ist das, was wir eben heute auch vorstellen wollen. Und wir sind ja eine sehr moderne, eine neue Schule in Wilsdruff. Wir haben unheimlich viele digitale Möglichkeiten zur Hand, aber das Problem, was sich eben herausgestellt hat, ist, dass unsere Lernenden vermissen, diese digitale Ausstattung auch noch weiterführend einzusetzen und immer mehr auch selbst aktiver zu werden, also anstatt einfach nur das hinzunehmen, was ist, wirklich eigenständig mit dem Ganzen umzugehen. Und diese Möglichkeit, die fehlt momentan oder die fehlte momentan einfach noch, weil man einfach immer nur mit dem konfrontiert ist, was da ist, aber eben selbst aktiv werden. Und wir haben dann einen Aufruf gestartet, den Sammlung, was wünschen sich die Schüler, die Eltern, aber auch die Kollegen, haben also die ganze Schulgemeinschaft da mit reingenommen und haben unheimlich viele Ideen zurückbekommen. Diese Ideen haben wir dann in diesem Projekt Campus Creators Wilsdruff gesammelt und sind damit bei der VW Porsche Challenge angetreten, die ganz in dem Motto stand, unter dem Motto stand Schule digital gestalten, und haben einen der drei ersten Plätze dann auch gewonnen und sind darüber natürlich sehr glücklich, aber es geht jetzt momentan in die aktuelle Umsetzung des Ganzen. Und ich habe eben schon gesagt, es kamen ganz viele verschiedene Ideen und Wünsche zustande, dass wir in der Situation waren, dass wir festgestellt haben, ein Projekt reicht eigentlich nicht, um dem Ganzen gerecht zu werden. Und wir haben aus diesen Wünschen quasi vier Projekte gemacht, die wir jetzt einfach mal Räume nennen und die unter diesem Deckmantel der Campus Creators zusammengefasst sind. Und diese Räume, die sind und sollen als hybrider Lernort jeder für sich gestaltet werden, sollen aber auch miteinander verbunden werden und sollen dann auch noch in weiteren Schritten sich auch gegenseitig bedingen können, je nach den Projekten, die dann eben darin durchgeführt werden. Wir haben also diese vier Masterräume, wie wir sie nennen. Wir haben CCDev zum Programmieren und für die Robotik, das heißt Roboter, Programmiersprachen werden gelernt. VR-Brillen wird dann eben auch ein großes Thema sein. Wir haben das CC Lab gestaltet als offenes Schülerlabor, Sensoren und Messgeräte, nicht einfach nur vom normalen Unterricht her, wir messen was da ist, sondern selbst die Idee zu entwickeln, was könnte man denn messen und vor allen Dingen aber auch, wie funktioniert es selbst auch hier zu programmieren. Da sehen wir schon die Verbindung wieder zu dem CC Lab auch. Das CC Tech ist quasi die Manufaktur, die offene Werkstatt, wo wir das Haptische zum Anfassen machen, den 3D-Druck, der Lasercutter, aber natürlich eben auch hier wieder, wie wird denn das programmiert? Eigenständige Projekte sollen hier entstehen und dann darf natürlich auch nicht fehlen, ein großer Wunsch. Und gerade in Zeiten von Corona, Erklärfilme, ganz wichtig geworden, wir wollen die Schüler befähigen, da auch selbst tätig zu werden, auch nicht einfach nur diese YouTube-Konsumenten zu sein, sondern wirklich diesen Schritt weiterzugehen, sich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen und haben im Prinzip daher diese Räume genommen, dieses Wort Raum genommen, um hier ein ganzes Konzept herauszumachen. Und zwar nennen wir es jetzt einfach diesen Konzept Raum. Und wir haben dem Raum mehrfache Bedeutung gegeben. Wir haben hier die räumliche Dimension des Begriffes Space, also tatsächlich diesen physischen Raum, diese örtliche Räumlichkeit, die ich begehen kann, die auch ausgestattet ist, zum Beispiel eben mit diesem 3D-Drucker, das heißt, der ist da, das kann genutzt werden. Die Räume sollen auch in ihrer Ausstattung wachsen. Was wir momentan machen, ist so die Grundlage. Und je nachdem, wie die Bedürfnisse sind und die Ideen sind, soll dieser Space eben auch wachsen. Wir haben die Bereitstellung eines Zeitraumes. Denn das, was unsere Schüler in Zukunft brauchen werden, das zu vermitteln, da haben wir oft im Schulalltag selbst nicht die Zeit einfach dafür. Das heißt, wir begeben uns hier in den zum Beispiel nachmittaglichen Bereich mit Ganztagsangeboten
um hier im Prinzip den Schülern auch Zeit zu geben, das zu nutzen und eben in dieser Zeit die Möglichkeiten zu geben. Und da sind wir auch bei dem dritten, dem Raum für Gelegenheiten zu bieten, dass junge Lernende hier wirklich sich austesten können und dabei aber im Prinzip auch aufgeklärt werden, was ich eben schon angesprochen hatte, weg von diesem einen Konsumenten. Genau, und das heißt, Fähigkeiten werden entwickelt und Kompetenzen, die schon da sind, gestärkt, aber eben auch, also nicht nur Wissen vermittelt, sondern hier wirklich eine ganzheitliche Bildung soll hier stattfinden. Dieses Konzept Raum hat jetzt einen Anfang gefunden in diesem Schuljahr und soll weiterentwickelt werden, dass es also dann tatsächlich einen Raum für den Campus und die Community geben soll. In der Phase 1 und in der Phase 2, in der wir uns aktuell befinden, dort werden vor allem diese vier Masterräume eingerichtet. Da sind wir gerade mittendrin, die ersten Geräte sind da. Es werden erste Workshops angeboten, vor allem im Rahmen des Ganztagsangebotes im AG-Bereich. Der Plan ist, dass auch in dieser Phase unsere eigenen Schülerinnen und Schüler bereits dort auch den Unterricht, die Unterrichtszeit nutzen können, als ganze Klasse, auch als einzelne Gruppen oder auch an einzelnen Projekten arbeiten. Dieses dient vor allem auch der Etablierung von Nutzerstrukturen, dass wir erstmal schauen müssen, wie funktioniert das an der eigenen Schule. Die Phase 3, dort soll dann der Campusgedanke das erste Mal zum Tragen kommen. Das heißt, es erfolgt eine schrittweise Öffnung von unserem Gymnasium hin, auch zur Oberschule und der Grundschule. Ziel oder Hoffnung ist es, dass wir dann vielleicht sogar schauen können, welche der Räume bzw. welche Nutzerstrukturen können auch die anderen Schularten, die bei unserem Campus ausgelagert werden, dass wir also nicht nur bei uns am Gymnasium das Ganze vorfinden, sondern eben auch in den beiden anderen Örtlichkeiten direkt in Wilsdruf. Und dann in der Phase 4, das ist eigentlich auch die Besonderheit, die noch mit hinzukommt, dass wir also das nicht nur als Schulcampus wollen, sondern dadurch, dass wir im ländlichen Raum als Gymnasium Wilsdruf angesiedelt sind, dort wollen wir Gemeinschaft zeigen mit der ganzen Stadt. Uns schwebt dort vor allem vor, dass wir die Kita mit ins Boot holen und dort gemeinsame Projekte planen, das Seniorenheim, was unmittelbar daneben ist, das sind die naheliegenden. Darüber hinaus geht es aber dann auch an den Fototreff, wo wir jetzt bereits schon erste Kontakte aufbauen, oder auch den Verein Funkturm Wilsdruf, dass wir dort gemeinsam kreativ an Projekten arbeiten können. Bereits jetzt spiegelt sich der Community-Gedanke, der für Phase 4 ja dann hauptsächlich erst zum Tragen kommt, wieder, indem bereits die Betreuerinnen und Betreuer eben sich zusammensetzen aus Lehrenden unserer Schule, darüber hinaus Spezialisten aus der unmittelbaren Umgebung. Wir konnten dort also bereits schon mehrere freiwillige, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer finden, die eben das übernehmen, unsere Schülerinnen und Schüler nämlich auszubilden und sie auf ihrem Weg zu begleiten, dass sie selbst dann zu Lehrenden werden und sich also zu einem Scout hin entwickeln. Und wir wollen in diesem Projekt ganz deutlich unser Schulmotto wiederfinden lassen, nämlich miteinander leben, voneinander lernen und gemeinsame Zukunft gestalten. Ich greife jetzt nochmal dieses Prinzip der CC Scouts auf, was die Frau Nachwurt eben schon angesprochen hat. Die Teilnehmer, die können sich zu diesen CC-Scouts ausbilden lassen. Also sie nehmen an Projekten teil, an Workshops teil, die in den Räumen angesiedelt sind oder eben auch verbunden. Verschiedene Räume sind durchlaufen, verschiedene Stufen, und erwerben so innerhalb der Projekte verschiedene Kompetenzen und steigern auch die. Bekommen also dadurch auch immer mehr Verantwortung und können damit auch immer mehr Rechte und Freiheiten erwerben. Und mit jeder Stufe, die sie da absolvieren, steigern sie sich im Prinzip ja auch im Grad dieser Eigenverantwortung und können zu dieser letzten Stufe werden, die wir eben da die CC Scouts nennen. Und Scouts angelegt an diesen Pfadfinder-Gedanken halt eben, dass sie da sind, Projekte initiieren können auch, aber eben auch helfen, gerade so dieser Helfergedanke. Das ist dann eben das, was dann richtig zum Tragen kommt, und deswegen auch, weil wir ja eben eine Schule sind, wo wir uns eben vor allem an Lernende richten,
dass wir eben diese Mitgestaltung der Lernenden selbst hier mit in den Fokus stellen wollen. Und eben als Scout können Sie dann eben andere Teilnehmer mit betreuen, denen helfen. Sie können selbst eigene Workshops initiieren, Ideen realisieren, auch anderen das anbieten und eben natürlich auch von der Organisation her dann auch immer mehr in die Verantwortung mit reinkommen, sei das von den Räumen selbst, sei das aber auch, wie ich eben schon gesagt habe, eigenständige Workshops oder aber Events zu initiieren und zu betreuen. Und da kommen wir auch zu diesem Badge-System, das wir haben, auch hier angelegt an diese Scouts, diese Pfadfinder, die ja im Prinzip Badges sammeln als Pfadfinder und so sammeln sie bei uns Stufen innerhalb eines Badges. Ein Badge ist im Prinzip dann immer ein Workshop. Wir haben für jeden Raum, wir haben ja diese vier Masterräume, wir haben für jeden Raum eine Farbe und jeder Workshop, jedes Projekt pro Raum hat eben dann seinen eigenen Namen. Und wir sehen halt eben hier schon, dass Sie hier diesen Kompetenzgrad, den Sie erwerben können, dokumentiert sich durch die Ringe bis hin zum fertigen Badge. Die sind angelegt auf vier Stufen und da haben wir dann eben auch diese Doppelfunktion dann drin. Zum einen haben wir hier die Dokumentation, wie weit ist ein Teilnehmer innerhalb eines Workshops eben schon vorangekommen. Zum anderen liegt hier aber auch die Basis eben für die Kollaboration und die Kooperation mit anderen Projekten, mit anderen Räumen. Einfach als Beispiel, nur zum Beispiel, wenn man jetzt eben ein 3D-Druckprojekt macht, mit einem konkreteren Ziel, dass man sagt, die Teilnehmer müssen aber eben mindestens den Grad 2 von dem Basis-Badge haben. Und genauso ist es auch vorstellbar, dass hier eben das über die Räume hinaus so genutzt wird. Genau, das heißt, wir haben auch hier wieder diesen Miteinander-Gedanken, der sich hier zum einen von etablieren soll, zum anderen aber eben auch, und da kommen wir wieder zu diesem hybriden Lernort, dass die Schüler oder die Teilnehmer vielmehr sich frei bewegen können zwischen diesen Räumen und sich so quasi selbst ihre eigene Umgebung schaffen können und das, was sie da erreichen möchten, indem sie das auch übergreifend nutzen können. Wenn wir jetzt nochmal auf das grundsätzliche Thema, nämlich Schule als hybrider Raum schauen, dann wird eine Sache deutlich, dass also die variable Nutzbarkeit der Räume, die wir zur Verfügung stellen, nämlich den Raum als hybriden Raum, erst durch die intensive Nutzung der Schülerinnen und Schüler selbst zum Tragen kommt. Unsere Räume bieten aktuell eigentlich eher eine Art bunten Blumenstrauß der Möglichkeiten. Im schulischen Kontext haben wir das als Lerntheke vielleicht kennengelernt, in dem aber professionell die Kinder begleitet werden. Die Jugendlichen wählen selbst ihre Angebote aus und auch wie weit und was sie gerne dort machen wollen. Um die Kinder nicht zu überfordern, bieten wir altersgerechte Kleinprojekte an, überschaubare Herausforderungen, Basiskurse, wie Frau Horlacher gerade ausgeführt hat. Ziel ist es, Kompetenzen zu entwickeln, dass die Schüler selbstständig agieren und selbstständig interagieren können. Und eine Sache, die wir gerne in Schule noch mit vertiefen wollen, ist, den Schülern zu zeigen, den Weg zur eigenen Idee, diesen zu finden. Das heißt, auch hier wird also unser Elefant buchstäblich in Scheiben aufgeteilt. Darauf aufbauen, und das ist das Ziel, was wir verfolgen und was aber unsere junge Schülerschaft, wir sind gerade in Klasse 8 erst angekommen, erst in den nächsten 2-3 Jahren natürlich auch können, ist, dass die Schüler eigene Ideen entwickeln. Die haben sie auch jetzt schon, aber wir wollen sie befähigen, diese Ideen auch kompetent dann umzusetzen. Dass sie eine altersgerechte Begleitung auf ihrem Weg dahin haben, dass sie selbstständig erkennen, ich kann die Räume, die ich habe, verknüpfen. Und dass sie damit auch die Möglichkeit erhalten, komplexe Leistungen, die in der Oberstufe gefordert werden, in Sachsen ist es zum Beispiel die besondere Lernleistung in Klasse 12, dass sie an Wettbewerben mit eigenen Projekten teilnehmen können, dort zum Beispiel Jugend forscht oder der Deutsche Umweltpreis, genauso auch in der Informatik oder der Bundeswettbewerb für Fremdsprachen spielt dort eine große Rolle. Zusammengefasst, die Lernenden sollen durch unser Projekt Campus Kreierte einen Ermöglichungsraum für die Umsetzung eigener Ideen vorfinden und so vom Konsumenten hin zum Creator ihrer eigenen Ideen werden. Genau, und das ist im Prinzip auch noch unser
Aufruf, dann jetzt, das können wir nicht alleine, sondern brauchen eben ein ganzes Team. Wie Frau Lafort hat eben schon dargestellt, momentan haben wir aus der Community ganz viele Unterstützer. Auch hier sitzen Unterstützer, die uns auf dem Weg jetzt bisher begleitet haben. Und wir suchen noch viel mehr Women Manpower, die uns sehr unterstützen, sei es eben weiter bei der Einrichtung, sei es bei der Aufrechterhaltung der Räume, sei es aber auch vor allen Dingen bei der Durchführung von Workshops, also sprich Projekten, wo wir händeringend wirklich noch Hilfe brauchen. Das heißt, wenn jemand sich angesprochen fühlt und gerne auch zum Creator werden möchte, dann ist er oder sie ganz herzlich willkommen und genau, und stark besucht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir unser Projekt hier präsentieren dürfen. Gibt es Fragen im Chat? Nee, gibt es im Chat keine Fragen. Da wackelt die Kamera. Klaus. Also vielen Dank für den tollen Vortrag und vor allem herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Konzept, ne? was sich für uns jetzt hier, ne? Also wie ein sehr generisches Puzzleteil auch anfühlt. Und was jetzt vielleicht besonders interessant für Leute, die das hören, möglicherweise ist die Frage, die ja da schon so ein bisschen adressiert ist mit der Nachhaltigkeit des Ganzen, mit der personellen Untersetzung. Also, Wie gehen die Lehrenden am Gymnasium mit? Wie ist das Gefühl? Wie ist die Aufbruchstimmung vor Ort? Und Sie haben auch gesagt, dass Sie schon sehr konkrete Kooperationen nach Bistrof hinein haben. Wie ist das Gefühl der Zusammenarbeit? Also die Zusammenarbeit ist sehr groß und das Problem ist allerdings, wir sind ja eben eine neue Schule. Das heißt, wir haben ein kleines Kollegium und entsprechend halt eben auch wenig Ressourcen im Kollegium selbst. Und machen ja dieses Projekt tatsächlich in Anführungszeichen nebenher. Und was schade ist, weil das zum einen viel mehr Aufmerksamkeit verdient und sie auch braucht. Und wir einfach auch hier merken, dass wir da an unsere Grenzen auch stoßen, vom Zeitlichen her, aber auch vom Know-how her. Also gerade in dem Bereich jetzt, was wir direkt hier mit der Makerspace auch hatten, mit dem 3D-Druck, wo wir wirklich hier Experten auch gesucht haben, die uns da unterstützen können, weil es eben bisher nicht unser Alltag war, sich mit Lasercuttern auseinanderzusetzen oder auch von den digitalen Messgeräten her beim CC Lab zum Beispiel. Da haben wir ja auch jetzt Gott sei Dank Experten auch aus dem chemischen Bereich gewinnen können. Aber auch hier fehlen uns einfach noch Menschen, die uns noch helfen können, weitere Projekte anzubieten. Vor allen Dingen, je mehr Schüler wir werden im Gymnasium, umso mehr Projekte werden wir hier auch anbieten müssen und wollen das natürlich auch, denn die Räume selbst verdienen ja auch eine maximale Auslastung. Aber wird sich dann das, im sächsischen Gymnasium gibt es ja allgemein viel Unterricht, ne? ich weiß das auch von meiner Tochter, und wird sich dann die gesamte Aktivität, die eine Schule auch braucht, in diesem überfachlichen Bereich, den beispielsweise der Profilunterricht abdeckt, wird die sich dann auch committen? Wird das Campus Creator Projekt quasi die Basis der Profilbildung am Gymnasium Bistrof darstellen? Nein, die Profilbildung, die ist ja schon, also die hat schon stattgefunden. Wir haben aber eine Besonderheit am Gymnasium Bistrof, dass wir also vier schulspezifische Profile bereits haben, die also besonders auch natürlich das Thema Digitalisierung alle vier mit ganz im Boot mit haben. Das heißt also, das war eigentlich schon vorgedacht. Eine Sache steht fest, also wir sind jetzt ein Kollegium von ca. 24 Leuten, gerade inklusive Unterstützung von anderen Schulen, und wir sind an unserer Schule gerade mit 5 Lehrerinnen und Lehrern, also sehr intensiv dort am Arbeiten. Es sind Eltern mit im Boot, die also dort uns wirklich unterstützen und also auch bei der Einrichtung der Räume. Und dann haben wir noch zwei
Ehrenamtliche, eben was Frau Hollerer schon angesprochen hatte, die also jetzt konkret die Workshops durchführen. Und insofern, so können wir jetzt erstmal das erste halbe Jahr jetzt starten. Und dann müssen sich Nutzerstrukturen etablieren und wir brauchen sowohl unter unseren Kolleginnen und Kollegen als aufwachsendes Gymnasium haben wir dort aber jedes Jahr ja neue Zugänge mit auch erheblichem Neuzuwachs und dort werben wir auch bereits schon, ne, dass also dort die Bereitschaft auch mit da ist. Okay, alles klar. Dann nochmals vielen Dank, sowohl für den Vortrag als auch für die Beantwortung der Fragen. Wir gehen dann über zu unserem zweiten Vortrag in dieser Session. Mike Jene, der an einem real existierenden Makerspace arbeitet, nämlich an dem von der SIP, wird uns heute einen Einblick geben in technische Neuanschaffungen und damit verbundene Konzepte, die ja, dann wird den Scopus des Makerspace nochmal deutlich erweitern, ja, und auch eine Vernetzung innerhalb des Hauses herstellen. Und Mike, wir sind sehr gespannt auf deinen Vortrag. Also ich war tatsächlich noch im Urlaub bis gestern. Ich hoffe, es sind nicht zu viele Tipps und Rechtschreibfehler in der Präsentation, die jetzt auch nicht kommt. Also mein Name ist Mike Jene. In der Überschrift für heute stand Pod und Video und Readcasting Anders Loop. Tatsächlich hieß unser interner Projekttitel für das Ding VRAROBR-Lab, ist EFRE-finanzierte, zum Teil EFRE-finanziert und basiert auf einer Idee, die wir vor einigen Jahren schon hatten, nämlich uns mit VR und AR in diesem Makerspace-Kontext zu beschäftigen. Genau. So, Anita, drückst du weiter oder wie machen wir das? Das ist, ich hole mal noch fix eine Assistentin dazu. So. So, also genau, die Ausgangsfrage für uns war schon lange vor Corona und hybriden Settings war, wie kann man, wie kann ich mit VR, AR arbeiten, wie kann ich Inhalte selbst erstellen und die vielleicht in der Lehre oder im Kurs benutzen. Also wir hatten vor Jahren schon die Idee, dass man ja virtuell ein Makerspace abbilden kann und dort Online-Kurs oder virtuell die Kurse zum Lasercutter, zum 3D-Drucker und so abhalten könnte. Es finden auch an der Uni ja wieder Experimente statt mit VR, zum Beispiel hier von der Wissensarchitektur und Trails-Projekt, wo man mit, jeder kennt Pokémon Go auf dem Handy, also AR ist überall jetzt schon präsent, aber das Erstellen solcher Inhalte ist immer noch ein bisschen tricky und unbekannt. Und deswegen haben wir uns die Frage gestellt, okay, wie kann man das sinnvoll nutzen, wie kann man das selber auch erstellen? Und typisch Makerspace haben wir uns gedacht, da müssen wir irgendwie Infrastruktur schaffen, um das erstellen zu können. Genau. Im Laufe des Projekts ist es ein bisschen eskaliert. Also wir sind dann von der 3D-Welt auch noch zu 2D und 1D gekommen. Bitte eins weiter. Das heißt einmal was auf die Lauscher, also sprich zum Hören, das betrifft was Audio, also die eine Dimension. Die zweite Dimension ist dann was zum Gucken. Also dass man Video, Bild und sowas noch verarbeiten kann. Und dann halt als dritte Dimension, dass man das Ganze halt auch noch in die VR-virtuelle 3D-Welt schickt und dort in diversen Sachen halt das kombinieren kann. Also nicht nur VR, sondern halt im Augmented Reality um Objekte herumlaufen kann. Genau, diese drei Komponenten sind so ein bisschen in dem Projekt in den letzten zwei Jahren sag mal, fokussiert worden. Genau, so, was haben wir da jetzt gemacht oder was sind wir dabei zu machen? Wir haben im Prinzip oder wir sind dabei, eine Art Laborlandschaft aufzubauen, die darauf abzielt, dass man in dem ganzen 1, 2, 3D-Bereich Sachen aufnehmen kann, bearbeiten kann und wiedergeben kann. Also sprich, selber machen. Das machen wir natürlich nicht alleine in der SLUB und auch nicht im Makerspace. Wir haben da die Kollegen von der Musikabteilung mit dabei. Und im Grunde genommen ist es erstmal eine große Spielwiese, typisch Makerspace. Also wir haben halt Maschinen im Makerspace, das kennt ja vielleicht jeder, Fablet, die Kollegen haben das schon vom Gymnasium schon erwähnt. Und das Ganze haben wir jetzt erweitert, und zwar um diverse Technologien. Also wir haben Touchscreens, Interactive Whiteboards, Tablets, VR-Brillen, Kameras, normale Videofotokameras, wir haben mobile Zoom-Rekorder, Audiotechnik zum Aufnehmen und wir haben auch stereoskopische High-End 3D-Kameras, wir haben aber auch kleine Sachen, also wie zum Beispiel hier so eine kleine Action-Cam, die 360-Grad-Aufnahmen machen kann. Wir haben die Webcams, auf die was, wie mich jetzt gerade hier filmt und trackt und mir hinterher läuft. Sowas kann man sich bei uns quasi
ausleihen, ausprobieren und kennenlernen und dann damit eigene Inhalte erstellen. Und das soll halt die Basis sein für diese hochwertige Infrastruktur, die wir schon. Also im Punkt ist M2, M3, M4, das ist also ein kleines Videostudio, was wir schon seit Jahren haben, wo wir das quasi einfach noch ein bisschen aufbauen, größer machen. Genau, wir haben 3D-Scanner schon da, die kann man halt super, diese Inhalte dann in solche AR und VR-Welten integrieren. So, also hier stellt sich natürlich die Frage, okay, das ist die Idee, aber was kann man jetzt damit machen? Anita, machst du mal kurz weiter. Das Erste, was passiert ist, wir sind gerade dabei, ein sogenanntes Podcast-Studio einzurichten. Wer das Lob in der Zentralbibliothek schon mal war, kann sich vielleicht an diesen Kopierraum im -1 erinnern. Dort entsteht just in diesen Momenten ein Tonstudio, was tatsächlich geeignet ist, live und mit vier Plätzen, es sind nicht sechs, sondern vier, mit professioneller Tontechnik Podcasts zu produzieren. Man kann sich dort Technik ausleihen, man kann sich auch in dieses akustisch abgestimmten Raum, da gibt es Akustikboxen und alles, wo man alles aufnehmen kann, mit Tonmischer, die Kollegen von der Musikabteilung bauen noch ein Schlagzeug auf, also man kann auch andere Sachen machen. Also entsteht quasi ein Tonstudio. Ich habe es mal Music Maker Lab genannt, der Titel ist unabgestimmt mit den Kollegen von der Musikabteilung, muss man mal sehen, ob das so passt. Also Podcast Studio, das ist die eine Dimension hier, wir erinnern uns an die Uhr. Das nächste ist, es gibt 1D plus oder 2D von mir aus Video. Nebenan ist nämlich noch ein Raum, den man als abgetrenntes Tonstudio benutzen kann, samt Monitoren, Mikrofon und drum und dran. Wir bauen aber auch ein Greenscreen-Studio ein, um tatsächlich. Es gibt gerade den Wunsch im Chat auf YouTube, dass mit der L-Geste die Kamera etwas rangezoomt wird. Ja, besser? Ja. Okay. Gut. Na, komm her. Ja. Na, KI funktioniert nur begrenzt. Ich mache das dann, wenn ich was zeige, dann hol es rein. Alles klar. Danke für den Hinweis. Also, auf jeden Fall, das ist das, was in der Zentralbibliothek jetzt gerade entsteht. Der Greenscreen steht schon, wir brauchen noch ein bisschen Technik, die Verbindung auch alles ein bisschen. Dann kommen wir noch ein bisschen weiter. Wir haben noch ein mobiles Greenscreen-Studio in der Arbeit, wo man quasi mit Ausfahrern, Roller, mobile Lampen, Laptop, Kamera, im Prinzip auch im Makerspace arbeiten kann oder auch innerhalb der Uni auf dem Campus sich das mal ausleihen kann und ins Labor marschieren kann, um dort dann Aufnahmen zu machen und Lernvideos zu erstellen. Und wir haben noch eine Software eingekauft, die tatsächlich von einem sächsischen Startup stammt, die sehr einfach so PowerPoint-artig funktioniert, wo man halt, ich sage jetzt mal, relativ schnell so ein Fernsehstudio virtuell nachstellt und mit 3D-Inhalten Lernvideos erstellen kann. Das nennt sich Synector Stage. Da wird es also demnächst, im nächsten paar Monaten immer wieder Informationen und Angebote zu geben und das kann man dann auch ausprobieren. So, das ist jetzt Thema 2D-Video. Die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten, deswegen beeile ich mich ein bisschen. 3D. Ich habe ja gesagt, wir haben auch noch 3D. Was wir haben schon in Makerspace schon seit Jahren sind 3D-Scanner. Was wir jetzt dazu gepackt haben, sind 360-Grad-Kameras. Dazu eine Handvoll leistungsfähiger Laptops, 3D-Laptops, Workstations mit passender Software. Wir hatten ja vorhin im Hauptraum in der ersten Diskussion schon die Frage nach den Plattformen hier. Wir haben jetzt diese Matterport-Plattform, auf der es diese virtuelle Rundgang gibt. Was wir gerade machen, ist noch eine Software einkaufen, wo wir plattformunabhängig virtuelle Touren produzieren und publizieren kann. Sachen, die man mit den Kameras halt erstellt hat. Die entsprechende Hardware, um diese Inhalte zu schneiden, also sprich 360 Grad stereoskopische Videos, Software, um die Rundgänge zu erstellen aus Fotos mit interaktiven Elementen. Das wird dann alles auf den Laptops zur Verfügung stellen. Da kann man in den Makerspace kommen, sich den Laptop ausleihen, in die Bibliothek setzen und losarbeiten. Und dann, logischerweise, um die Inhalte anzugucken, haben wir entsprechend VR-Brillen. Wir haben so nicht ganz ein Dutzend VR-Brillen geholt, also nicht nur hier die bekannten von dem großen amerikanischen Datensammelkonzern. Na? Ja, ja. Zoomst du oder zoomst du nicht? Doch, also hier die bekannten. Wir haben auch noch eine sogenannte eine kabelgebundene VR-Brille, die mit Eye-Tracking arbeitet, wo man Fußtracker anschließen kann und dann auch wissenschaftlich zu untersuchen, ob derjenige, der in so einer Lernvideo-Umgebung umspringt, auch wirklich dahin guckt, wo man vielleicht hingucken sollte. Genau, da sind wir dran. Dann gibt es ein ganzes Sammelsurium an Tablets.
wo man AR-Inhalte produzieren und ausprobieren kann, von sowohl Android als auch iOS. Die kann man gleichzeitig auch nutzen, um diese Kamera und andere Sachen zu steuern. Also wir haben uns versucht, da möglichst umfänglich Gedanken zu machen, dass man so eine komplette Bandbreite an Technologien hat, die man sich quasi ausleihen kann und dann loslegen kann. Genau. So, das ist das, was zum Großteil da ist. Es fehlt, wie gesagt, noch ein paar Ecken und Kanten. Lieferprobleme kennt ja jeder. Genau. Jetzt stellt man sich natürlich, okay, Snoop Makerspace, was mache ich jetzt damit? Also grundsätzlich funktioniert es so, ihr könnt euch die Technik ausleihen. Manches nur vor Ort, weil einfach manche Sachen sehr hochwertig sind oder wir nicht so viel davon haben. Aber man kann es auf jeden Fall typisch Makerspace im Makerspace ausprobieren, kennenlernen. Das kostet im Moment erstmal nichts. Die Bedingung ist, dass damit OERs, also perspektivisch offene Lernressourcen erstellt werden sollen, die dann logischerweise auch bei uns irgendwo indiziert werden sollen, also sprich, die irgendwo abgelehnt werden sollen, wir die dann den Katalog aufnehmen können. Dazu muss ich auf den Kai verweisen, also wir produzieren es, wir helfen euch, das zu produzieren. Wo das dann landet und ihr das wiederfindet, bitte an Kai Wurzner wenden, der hier schön moderiert. Das ist seine Baustelle, die habe ich abgegeben. Genau, und das ist die Idee, dass wir eine Infrastruktur stellen, die Leute vernetzen, die das erstellen, sodass man lernt, wie man damit umgehen kann, um dann solche OERs zu produzieren, die wir dann als Club wieder zur Verfügung stellen können. So, das ist die Grundidee. Wer mal sehen will, wie das funktioniert, wir haben ja auch in den letzten Monaten und anderthalb Jahren festgestellt, auch ich sehe hier hybride Formate. Am 30. März findet ein 3D-Kurs statt, also, wo wir Technologien, die wir für das Projekt angeschafft haben, einfach mal live ausprobieren, wie das funktioniert. Hoffentlich ein bisschen besser als heute hier. Wir haben zum Beispiel hier so eine HDMI-Mischer mit Kameras und sowas, wo man sagt, okay, da kann man online einen Kurs anbieten, den gleichzeitig aufnehmen, später online stellen. Das, ja, wer da Interesse hat, kann sich über die Crossmedia-Tour, also wir kooperieren natürlich in Dresden mit Partnern, kann sich da anmelden. Dann werden wir sehen, dass wir auch ein paar Leute vor Ort haben, dass es ein hybrides Format wird. Und dann probieren wir einfach mal aus, wie die Technik so funktioniert und wie sich das so ergibt. Und ja, typisch Makerspace mit irgendwas, was wir da sowieso machen, also sprich 3D-Druckkurs zum Beispiel. Genau, das mal so als Einladung. Die Veranstaltung findet man auch auf der Slug-Veranstaltungsseite. Genau, da kann man es mal sehen und ausprobieren. Dann, Anita, bitte. Genau, also die Einladung, die Technik zu nutzen, auch wenn sie heute, also es gibt so eine Handvoll Geräte, die kann man sich jetzt schon ausleihen. Es kommt auch Stück für Stück noch mehr. Also wir sagen mal so, ab Sommersemester ist das hoffentlich einsatzbereit, auch wenn ich schon die Bilder gezeigt habe. Wir haben auch schon erste Pilotpartner, also wir sind zusammen mit den WTH-Leuten von der TU, das ehemalige Medienzentrum, jetzt Kodit ist dabei und auch die Professor für immersives Design, die warten schon auf diese 360-Grad-Kamera, um da endlich loszulegen. Wir haben, das versteckt sich unter dem QR-Code, so eine Bürgerwissenschaftstruppe, die sich hier mit Industriekultur und Rundgängen beschäftigt, die ganz dringend alte Industriedenkmäler Rundgänge VR-mäßig aufbereiten wollen. Und das Medienkulturzentrum habe ich ja gerade schon genannt, die da mit uns im Boot sind, um erste Inhalte hier zu produzieren, sodass man quasi schon mal sieht, was man damit machen kann, wie das funktioniert, was wir so uns ausgedacht haben. So, jetzt stellt sich die Frage, gibt es Fragen? Hier aus dem Raum oder aus dem virtuell zugeschalteten Raum? Es gab hier im Chat eine Anmerkung, dass mehr Technik macht es leider meistens nicht unbedingt besser. Weniger ist oft mehr, war eine Anmerkung im Chat. Das stimmt, aber wir haben versucht darauf zu achten, dass wir halt Technik holen, die, also man hat ja, also klar Profitechnik, aber so eine Kernkomponente von so einem Makerspace und bei 3D-Druckern ist ja, dass die Technologie, die da steht, von der Usability, von der Oberfläche her einfach zu bedienen ist. Und dasselbe Prinzip, also 3D-Drucker hat vor 20 Jahren noch nur ein Ingenieur bedienen können, heutzutage kann das ein 5-Jähriger, wenn man dem das kurz zeigt. Und dasselbe Prinzip haben wir versucht, hier bei der Technik anzuwenden und entsprechend genau die Technologien zu holen und bereitzustellen, dass das halt möglichst niedrigschwellig nutzbar ist und auch, dass man sich halt die leise aus und probiere es aus, dass man sich da halt reinfuchsen kann, auch ohne dass man jetzt sich für 20.000 Euro erst so eine 360-Grad-Kamera kaufen muss. Mal als Beispiel. So, weitere Anmerkungen, Fragen?
Na, ich würde gerne noch, ohne mich aus der Verantwortung stehlen zu wollen, ja, aber was du jetzt hier gezeigt hast und wo du ja schon auch verwiesen hast, das ist nur ein Teil unserer Bemühungen im Bereich Open Education and Resources. Ja. Ne? Und das Ganze, so wie ihr jetzt quasi technische Infrastruktur zur Produktion anschafft, ja, gibt es ja genauso Beratungsdienstleistungen, die wir gemeinsam mit dem ZIL anbieten zu didaktischen Fragen, ja, weil das ist ja auch ganz wichtig. Ne? Wir können ja nicht einfach überall Kameras draufhalten und hoffen, dass das dann einen Mehrwert bietet für die Lernenden, ne? Sondern da gibt es gewisse Dinge zu beachten. Und dazu gibt es ein Beratungsangebot, das ist überhaupt nicht von mir, sondern das ist Textlab verortet, also das heißt in der Verantwortung von Herrn Dieter Sandner. Und dazu gibt es ebenfalls regelmäßig Angebote, die über diese Webseite buchbar sind. Ja, wir haben sowohl individuelle Beratungsszenarien als auch Vermittlungstätigkeit in einem Vortragssinne, ja, an dieser Stelle. Und in dem begrenzten Maße, wie wir das können, führen wir auch Lizenz, also Beratung zu Lizenzen in diesem Bereich durch. Ja, denn das ist ja ein ganz, ja, für dich aus deiner Sicht als Makerspace-Mitarbeiter ganz klar einfach mal losmachen und einfach irgendwo hinstellen. Ja, total wichtig, diese Sicht, und die hilft uns natürlich an vielen Stellen, aber eben nicht an allen. Ja? Und da kommen eben dann ganz wichtige Fragen auch auf die Leute zu, die ihre Inhalte zur Verfügung stellen wollen, ja? was die Nachnutzbarkeit angeht, was die Lizenzierbarkeit angeht. Und auch dazu fügt sich das Ganze quasi jetzt in ein Portfolio, was wir entwickeln. Das ist ein guter Hinweis, weil, also das ist vielleicht ein bisschen runtergegangen, aber in der Zusammenarbeit mit der TU, auch mit dem ehemaligen Mittezentrum, jetzt CoDIP, planen wir tatsächlich auch Kurseformate zu etablieren, wo in der Lehre schon gezeigt wird, wie man mit der Technik umgeht, was man damit macht und was es auch verfolgt, wie man es anwendet und sowas, also wo wir das auch versuchen zu integrieren ins curriculare Programm der Uni, sodass das natürlich nicht nur die reine technische Infrastruktur, sondern dass wir das mit Partnern oder mit Kollegen natürlich schon mit Hintergrund aufbauen, sodass es auch benutzbar ist, weil Benutzung ist halt nicht nur die Technik hinstellen, viel Spaß, sondern man braucht auch eine Fahrschule. Genau, da knüpft sich hier nochmal abschließend ein Kommentar an den Chat. Also was ich sagen will, als Institution Geld in die Hand zu nehmen und Technik hinzustellen, ist relativ einfach. Stattdessen Geld in die Hand zu nehmen und Schulungen für Mitarbeiterinnen wirklich in die Breite zu tragen, ist das dicke Brett, das es zu bohren gilt. Also, ja, ja, das haben wir auf dem Show. Ja. Dass das mit dazu gehört. Ja. Weitere Fragen ansonsten? Naja, also nach Zeitplan sind wir schon in der Pause. Dann übergebe ich mal den Moderator. Ne? Genau, also wir... Achso, warte mal, ich muss noch kurz das Tracking ausmachen. Das ist schlimm, ich kann mich auch so nicht. So, jetzt kannst du das übertragen. Also vielen Dank, dass Sie heute hier in unserer kleinen Breakout-Session dabei waren. Wir verweisen jetzt also wieder auf unseren Hauptraum, denn unsere gebildete Tagung, die läuft jetzt also wieder zusammen, ne, nachdem wir uns jetzt ein bisschen getrennt haben, auch um die Möglichkeiten, technischen Möglichkeiten an dieser Stelle ein bisschen zu illustrieren, gehen wir jetzt wieder zurück in den Haupttrack der Tagung. Es gibt jetzt eine kurze Pause von 15 Minuten haben wir vereinbart. Also, wir sind 15 Minuten hinter der Zeit, aber das ist im anderen Raum zum Glück ganz genauso. Und deswegen können wir hier alle noch einen Kaffee trinken. Sie können zu Hause auch noch einen Kaffee trinken und den YouTube-Stream quasi wechseln. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wir hoffen, dass wir Sie ein bisschen inspirieren konnten. Und ich erinnere nochmal an den Aufruf der beiden Kollegen aus Wilsdruff, wer hier in der Gegend ist und sein Wissen teilen möchte. Der kann das dort in einem ganz spannenden Kontext tun. Das gleiche gilt natürlich auch immer für unseren Makerspace, ne, der offen für alles. Und ja, vielen Dank, bis bald. Tschüss.